Bringt eure Torten bitte nach vorne und stellt sie hinter euer Foto. Ich denke, dass der Geschmack eher punkten wird als vielleicht das Aussehen, weil ich halt schon selbst ja auch sehe, dass so ein, zwei, vielleicht sogar drei Kritikpunkte bezüglich des Aussehens da sind. Ich habe mich bei meiner ersten technischen Prüfung heute gefühlt wie auf so einer Achterbahnfahrt. Aber dafür bin ich jetzt am Ende doch ganz happy, dass der Frankfurter Kranz so da steht, wie er jetzt da steht. Ich finde, ihr habt die erste technische Prüfung mit Bravour gemeistert. Es sieht toll aus, es duftet und ich glaube, es zaubert der Jury ein Lächeln auf die Lippen. Betty und Christian, kommt rein. Kirschen sollten 12 Stück drauf sein und das sind sie auch. Also optisch gefällt er mir schon mal sehr gut. Ja, ich schneide mal an. Der Anschnitt gefällt mir sehr, sehr gut. Die Porung ist gleichmäßig. Auch der Kern ist überall gleichmäßig. Ich finde, das, was man auf den ersten Blick sehen konnte, ist tatsächlich auch das, was geschmacklich widerspiegelt. Ich habe immer schön einen angenehmen Crunch dabei. Nicht zu grob, genau. Ist nicht zu fein. Also wenn man so ein bisschen guckt, hat er hier so eine ganz leichte Beule. Der Krokant ist schon fast so ein bisschen sandartig, relativ fein. Dieser Teig federt sehr gut zurück. Die Wiener Masse war ja auch eine Herausforderung, aber hier hat es tatsächlich super funktioniert. Also so muss der Anschnitt schon aussehen. Das, was tadellos funktioniert hat, ist die Buttercreme. Sie hat eine schöne helle Farbe und auch das Verhältnis von Marmelade zu Creme ist für mich super. Was sagst du zum Crunch? Er ist mir halt ein bisschen zu fein. Es ist halt nur ein Crunch-Geschmack. Kommen wir zum nächsten. Das, was hier vielleicht ein bisschen zu fein ist, ist da natürlich super grob. Das erinnert mich gerade an eine sehr gute Schweinebratenkruste. Das ist halt nicht so dieses Gleichmäßige vom Krokant. Das ist halt wirklich mehr so ruckig oder pustelig. Die Marmelade ist genau in der Mitte. Allerdings kann man schon erkennen, dass die Böden nicht ganz gleichmäßig dieselbe Stärke haben. Handwerk hatten wir ja gesagt. Und Handwerk ist hier natürlich auch gefordert. Das bedeutet, auch beim Durchschneiden muss man gucken, dass es gleichmäßig ist. Der Crunch ist auf jeden Fall da. Ich persönlich hätte mir es einfach feiner gewünscht, weil das letztendlich nicht das ist, was es quasi eigentlich sein soll. Und die Aufteilung von den Böden ist es unten doch durchaus ein bisschen trocken. Also der erste Geschmack ist der Boden und der bleibt auch dominant da und das sollte mehr ausgewogen sein. Genau. Die Buttercreme, also wenn ich mir hier oben die Rosetten angucke, die verschwimmen so leicht, sind auch ein bisschen gelber von der Farbe her, was eigentlich immer ein Zeichen ist, dass sie nicht richtig aufgeschlagen ist. Und wenn man ihn dreht, sieht man, hier ist er deutlich flacher. Also da auch nicht ganz gleichmäßig gefüllt. Wenn die Buttercreme nicht die Standfestigkeit hat, beziehungsweise die Kühlzeit nicht eingehalten worden sind, dann kannst du natürlich dir da die Dellen reindrücken. Man sieht hier sehr deutlich, dass ich jetzt mehr Boden habe als Creme. Ich habe das untere Stück genommen und da war fast nur Boden. Beim nächsten Mal auf jeden Fall darauf achten, dass es gleichmäßig durchgeschnitten ist, dass alle Böden gleichmäßig sind. Und ich glaube wirklich, dass derjenige Probleme hatte mit der Buttercreme. Es muss ja auch irgendwo zu dieser Schieflage gekommen sein. Die Buttercreme sieht wirklich auf den ersten Blick richtig schön glatt, cremig. Sie hat eine super schöne Farbe. Und auch die Farbe vom Krokant gefällt mir sehr, sehr gut. Die
Die Böden sind alle gleichmäßig geschnitten und das, was wir obendrauf schon vermutet hatten mit dieser Buttercreme, spiegelt sich auch hier hinten drin wieder. Sie ist halt schneeweiß. Also genau so muss es halt letztendlich sein. Es gibt für mich da nicht wirklich viel zu kritisieren. Die Marmelade ist super, die Buttercreme ist super. Ich finde, bei der merkt man umso deutlicher, wenn sie richtig aufgeschlagen ist, wie fein sie eigentlich auch ist. Für mich tadellos. Der Karamell ist sehr hell. Die Buttercreme-Tupfen sind obendrauf sehr, sehr klein. Es ist sehr, sehr dünn eingestrichen, weil ich kann tatsächlich die einzelnen Böden von außen schon durchschimmern sehen. Im Verhältnis zu den anderen sind die Böden viel, viel dünner. Da wurde mit Buttercreme ausgeglichen, so genau, wie es aussieht. Hier ist halt einfach die Buttercreme ganz klar im Vordergrund. Du hast immer dieses leicht Fettige im Mund. Selbst die Marmelade kommt gegen dieses Fett halt einfach nicht an. Also da muss man auf jeden Fall gucken, das passt von den Verhältnissen her nicht. Es fehlt halt wirklich das Ausgeglichene. Von Optik her gefällt er mir erstmal gut von der Form her, weil er relativ gerade hoch geht. Mhm. Vom Anschnitt her, vom Verhältnis, die Böden gleichmäßig, Buttercreme auch gleichmäßig gefüllt. Ich habe einen guten Bodengeschmack. Mhm. Ich habe eine leichte Buttercreme. Vielleicht hätte ein Tick mehr Konfitüre drin sein können. Aber die Körnung auch vom Krokant gefällt mir auch sehr gut. Die ist wirklich wunderbar. Der Krokant, das hat alles super funktioniert. So ein Frankfurter Kranz symbolisiert ja auch eine Krone. Mhm. Und ich finde, das passt bei der hier schon sehr gut. Du hast eine schöne Porung. Er hat die Stabilität, das heißt da von der Teigführung her alles das, was man beachten muss, tatsächlich super umgesetzt. Gleichmäßig gefüllt auch mit der Marmelade. Der Geschmack, Buttercreme ist locker, ausgewogen. Und mir gefällt halt wirklich auch so die Optik extrem bei der Variante. Für mich persönlich ist das Ding komplett rund. Es passt. Dass die Kirsche runtergefallen ist, ist für mich jetzt persönlich nicht ganz wichtig. Das passiert sicherlich durch die Wärme. Ich gehe davon aus, dass die Kirsche von Anfang an draufgesessen hat. Er ist relativ dünn eingestrichen. Hier ist überhaupt kein Krokant. Hier ist eigentlich fast noch nicht mal Buttercreme zu sehen. Dabei hat die Buttercreme für mich eine schöne Konsistenz, auch von der Farbe her. Die Böden gleichmäßig geschnitten, aber von der Verteilung her gefällt es mir so schon mal sehr gut. Für mich hätte der Krokant ein bisschen brauner sein können oder dunkler sein können, mehr geröstet. Ansonsten, der Boden hat eine schöne Porung. Er ist jetzt nicht ganz so fluffig wie zum Beispiel bei seinem Vorgänger. Beim Füllen hätte ich mir ein bisschen weniger Preise bei Marmelade gewünscht. Du hast dieses Goldbraune, was ich eigentlich haben will vom Krokant. Andererseits verschwinden natürlich auch so langsam die Buttercreme-Tupfen. Und jetzt könnte man sagen, okay, es liegt an der Wärme, aber natürlich, wir haben ja noch mehrere Beispiele quasi auf der Seite weiter rechts. Dann sieht man auch, dass drin der Krokant nicht komplett gleichmäßig ist. Also da habe ich fast nur Buttercreme. Die Marmelade ist gleichmäßig verteilt. Sie ist überall in der Mitte. Die Buttercreme ist sehr hell. Also das heißt, beim Aufschlagen hat tatsächlich alles funktioniert. Was mir persönlich sofort auffällt, ist, das Volumen vom Boden ist nicht ganz so gelungen. Was mir sehr gut gefällt, ist der Rastton von dem Karamellisierten von außen.
Aber dieses Gleichmäßige, was ich mir gewünscht hätte von den vier Komponenten, das ist hier ein bisschen verloren gegangen. Sie ist nicht ausgewogen, das, was dir besonders wichtig ist, auch dabei. Welcher Kuchen ist der beste? Das fragen wir uns jetzt. Deshalb dürft ihr euch gerne zur Beratung kurz zurückziehen. Man sieht schon Unterschiede, oder? Ja, auf jeden Fall. So ein klassisches Konditorenhandwerk gleich in der ersten technischen Prüfung ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Die Wertung war schlimmer als erwartet. Weil doch das, dass der Boden nichts war, ist auch der Rest kacke gewesen. Ich habe schon öfter Frankfurter Kranz gebacken, aber so sah er noch nie aus. Oh nein. Natürlich erhoffe ich mir den ersten Platz, das ist ganz klar. Ich glaube, das wird für die Jury echt schwer werden, da eine Reihenfolge festzulegen. Wir müssen wieder ins Detail gehen, wir müssen penibel werden. Ich bin gespannt, was unsere Kandidaten dazu sagen. Ja, ihr habt vorhin sanfte Kritik geübt. Jetzt bin ich auf die Platzierung gespannt. Und wir legen los bei Platz 10. Und Platz 10 befindet sich hier. Sarah, einmal der Krokant, der einfach viel zu dick ist. Und die Buttercreme ist halt auch noch nicht so richtig aufgeschlagen. Platz 9 befindet sich direkt daneben und ist hier. Steve, ähnliches Problem. Der Krokant ist wirklich viel zu grob. Also da feiner hacken mit dem Messer, damit er einfach auch gleichmäßiger wird. Der 8. Platz befindet sich hier außen. Er geht an Laura. Silvia ist auf Platz 7. Hinter Barbara. Vanessa hat es auf Platz 5 geschafft. Und Christoph auf Platz 4. Der Platz 3 findet sich hier. Dirk, das Erste, was uns sofort aufgefallen ist, ist die Farbe vom Karamell von außen. Du hast halt eine richtig schöne Kolorierung drin. Beim Boden hast du nicht ganz das Volumen erreicht, was Platz 1 und 2 haben. Platz 2, der befindet sich hier. Jennifer, die Tupfen sind ein bisschen klein. Aber ansonsten der Karamell von außen gleichmäßig, richtig schöne Porung. Du hast den Crunch dabei. Wunderbar. Danke. Und der Erstplatzierte? Bleibt ja nur noch eine übrig. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, mit dem Ding kannst du dich tatsächlich auch in Frankfurt sehen lassen. Alles wirklich wunderbar. Die Farbe, die Buttercreme, die Proportionen. Es hat tatsächlich alles gestimmt. Tipptopp. Dankeschön. Super. Geschafft! Ich wusste, dass du Platz 1 machst. Ich wusste das. So, direkt den Platz 1 in der ersten Sendung zu bekommen in der technischen Prüfung ist natürlich wirklich cool. Ich bin Platz 10. Ich habe es schon vorgeahnt. Ich habe mich nicht richtig konzentriert. Ich habe die Butter nicht lange aufgeschlagen. Mein Fehler.